Core Gamer Production. Hey you guys und hey you guys, willkommen zu Fadenheit. Mein Name ist der Rockstar. Ich bin Soul. Und ja, wie ihr seht, läuft schon romantische Musik. Ja. Carla wartet auf uns. Carla gibt sich richtig Mühe für uns. Ja, seht ihr hier. Sie hat ihren extra heißen Fummel angezogen. Wir können sie auch Stupsnäschen nennen, hat sie gesagt. Ich hab den ultra geilen Fummel für dich an. Du kannst mich auch Stupsnäschen nennen. Bad Boys bester Typ, alter Markus. Ich glaube, du musst noch eine Tür weiter. Aber hier klingelt's. Ja. Mein Spinnsing klingelt. Oh, jetzt sehen wir Carla doppelt. Jetzt geht's richtig an. Jetzt können wir nicht im Kreis. Baby. Jetzt können wir uns quasi ihre Seite und die Front gleichzeitig angucken, Junge. Mann, bist du taub? Hab gerade geduscht. Hast du was? Rein gar nichts. Sag mal. Oh Mann, ist das Folge ich für Niost rein. Aus dem Buch im Restaurant einfach nichts anfangen. Die da letzte Minute ist nie wirklich drauf. Passiert. Ist für mich nur ein Haufen Zahlen. Vielleicht fällt dir was ein. Fax es doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Okay, kommt sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin noch eine Weile hier. Heute Abend dürfte es spät werden. Okay, bis später, Tyler. Haben die zwei irgendwas miteinander am Laufen? Nein. Mit B kannst du den Charakter wechseln. Oh, guck mal, sie hat extra jetzt gerade. Oh, Leute. Das ist eine sehr schwierige Folge für uns. In der Tat. Nur Dosenfutter. Aber immerhin hat sie was zu essen da. Mal gucken, ob Carla auch noch kocht für uns. Okay, der Kühlschrank ist schon mal nicht gerade gut gefüllt. Da ist nur Milch drin. Ja. Ich würde ja sagen, wir wechseln zu Tyler. Carla ist natürlich an ihrem rechten Ort in der Küche, wo sie auch hingehört. Schwierig. B. Wieso schwierig ist er halt so? Oder vielleicht. Normalerweise auch nicht? Ließ ich Sam nicht gern allein zu Hause, vor allem momentan. Aber dieses Lesezeichen wollte mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, den Schlüssel zum Mörder so gut wie in der Hand zu haben. Ich spürte, dass ich die Schlinge schon fast um seinen Hals gezogen hatte. Und ich würde nun nicht nach Hause gehen, bevor ich nicht wusste, um was es sich bei dem Zettel handelt. Ist doch das Faxgerät, oder nicht? Ja, aber ich glaube, du hast den Zettel noch nicht. Setz dich mal nochmal hin. Oder was ist das? Ach, die Zeitung. Oh Mann, lauter Börsenlisten. Wie man sich dafür bloß interessieren kann. Die... Moment mal, ich hab's. Ich muss sofort Carla anrufen. Ich dachte, du wolltest ihr faxen. Hallo? Es ist eine Börsenliste, Carla. Das Lesezeichen wurde in einer Bank gedruckt. Natürlich. Wie blöd von uns. Wie kamst du da drauf? Ich stieß in der Zeitung auf die Börsennotierungen und ich hatte es direkt vor der Nase. Jetzt müssen wir nur noch wissen, welche Bank es gedruckt hat. Fax mir mal das Lesezeichen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich ruf gleich zurück. Okay, dann faxe ihr das Lesezeichen. Das Lesezeichen musst du, glaube ich, immer noch nehmen. Das liegt immer noch bei uns auch auf dem Tisch rum, garantiert. Mit sowas und welches Faxen. Da siehst du, da ist das Lesezeichen. Ah, geht das wieder los. So, dann Lesezeichen. For the win. Dün, 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 dün. So, Lesezeichen for the win. Was machen? Das Lesezeichen hat er sich nur angeguckt. Aber das kannst, wieso kannst du das nicht mitnehmen? Das ist eine gute Frage. Pleasure. Penis Enlarger. Yes, baby. Virus. Millionen sind schon infiziert. Ja.
Ja, tut mir leid, blablablub. Ihr kennt das ja, interaktives Let's Play. So, jetzt gucken wir, ob du aufstehen kannst. Wobei, kannst du. Der guckt sich das doch nur an. Was für ein Drecksack. Steh mal auf, vielleicht kannst du es jetzt nehmen. Nochmal erstmal Licht an, genau. Damit das auch sieht, genau. Der gute Tyler. Oh Mann. Ah, ich sehe es, jetzt kannst du es nehmen. Du musstest es erstmal registrieren. Ach so, dass es da ist. Und ich faxe es rüber. Fax, fax, fax. Vielleicht musst du es kopieren oder so. Nee, ich hab's schon gefaxt. Sicher? Ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, sicher, sonst könnte ich nicht mal ins Faxgerät gehen. Siehst du? Ah, okay. Dann leg's hin, hol dir einen Kaffee. Ich hol mir einen heißen Kaffee. Hat sich erledigt. Oh yeah, Baby! Wer könnte das sein um diese Zeit? Ich erwarte niemanden. Das wird super. So fängt... Naja, ich sag's lieber nicht. Ich sag's lieber nicht. Ich kann doch so die Tür nicht aufmachen. Oh doch? Dann zieh dich die an. Die nackte Frau. Ich kann doch so die Tür nicht aufmachen. Wenn Barney den nackten Mann machen kann, können wir auch die nackte Frau machen. So. Ich kann doch so die Tür nicht aufmachen. Dann zieh dich an. Geh dich anziehen. Egal wie oft du das noch probierst. Das ist bestimmt ein Easter Egg. Die Entwickler denken, haben sich gedacht, wenn der bestimmt 500 Mal hintereinander die Tür aufmacht, dann macht die 500 erstmal die Tür auf. Nein. Ich kann doch so die Tür nicht aufmachen. Fehlen nur noch 480 Mal. Jetzt komm. Ich kann doch so die Tür nicht aufmachen. Und weil es so schön war. Du weißt, ich kann doch so die Tür nicht aufmachen. Du weißt, was letztes Mal dabei passiert ist. Nee, was denn? Ja, da ich hast kann du, doch so die Tür was hast du so auf einmal sehr, sehr eilig gehabt. Du erinnerst dich dunkel. Ein bisschen. Ja, aber das haben wir doch hinbekommen, also von daher alles gut. Da geht's nicht zum Dings. Wir verstecken uns in der Toilette, vielleicht sieht er uns da nicht. Erstmal abseilen. Sonst bin ich immer der, der sowas macht. Carla und ich verstehen uns heute, weißt du? Oh, 5 Kilo leichter. Okay, jetzt zieh die endlich an, ey. Allein schon, um das Let's Play zu entschärfen. Carla hat die Waffen einer Frau. Teddys! Was die wohl mit dem Arms macht? Was denn? Darf ich keine Fragen mehr stellen? Ich bitte dich. Du bist schwierig. In der letzten Zeit warst du schwierig, was sowas anging. Und ja. Jetzt hau ich das einmal raus, du bist schwierig. Ich schwör's dir. Im Gegensatz zu dem muss ich mich schon des Öfteren mit sowas rumplagen. Nee, mach R1. Wie fern? Red. Zählt nicht. Okay, ich sag demnächst, sie soll dir schreiben. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Kannst du dich damit beschäftigen? Nein. Nein. Willst du auch nicht? Guck mal, jetzt sieht die aus wie so ein Mannsweib. Das gefällt die mich nicht mehr. Ach scheiße, das war die falsche Tür. Ja. Ich glaub, derjenige wird gerade ein wenig ungeduldig, weil der drückt so död. Wir kommunizieren durch Morsezeichen. So habe ich das mit meinen Gästen geplant. Bitte den Morsezeichencode einmal eingeben, danke. Ja, ist ja gut. Ich hatte Langeweile und dachte, du als offizielle, nette Nachbarin würdest sie mit mir teilen. Hätten wir doch andersrum die scheiß Tür aufgemacht. In meiner Funktion als nette Nachbarin schlage ich weder deine langweilige Einladung noch den exzellenten Wein ab. Ich nehme an, selbst eine eingefleischte Junggesellin wie du hat irgendwo ein paar Weingläser zur Hand. Hm. Müsste ich wohl haben. Nur wo? Setz dich, Tommy. Ich such sie. Ich
Ich würde ja in der Küche suchen. Im Badezimmer auch so, okay. Nochmal ein Abseilen. Diesmal mit Beobachten, mit hier Zuschauern. Dann kann ich mal besonders gut. Nope. Oh, Nutella! Da hieß es aber Nutella. Natürlich, sie hat zwei Weingläser. Natürlich. Natürlich. Mehr, mehr braucht man auch nicht. Diese Folge ist extrem schwierig, weißt du das schon? Ja. Aber sowas von. Sollen diese Kerzen? Vor allem Kerzen, die nicht irgendwie in der Schale oder so sind. Junge, Brandgefahr. Ja, will sie nur betrunken machen, da sind bestimmt Roofies drin. Warum heißen die eigentlich nicht Blackouties? Einen Toast? Okay, auf was? Die Liebe, was sonst? Auf die Liebe. Oh, da hat sich jemand aber sehr begeistert angehört. Trink, 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 trink. Tommy, Tommy. Hast du einen Lover? Ja, klar. Vor zwei Wochen habe ich jemanden getroffen. Er ist ein total netter Kerl. Okay, schwul. Er arbeitet auch in einer Bank. Ich glaube, diesmal könnte es was Ernstes sein. Und wie geht's dir? Viel zu tun, ha? In der Zeitung lese ich jeden Tag die Verbrechensrate nehme zu. Immerhin tust du was Nützliches. Von wegen. Weißt du, wenn man seine Runden macht und Zehnjährige sieht, die von was weiß ich high sind und mit Pistolen hantieren, dann fühlt man sich nutzlos. Es treiben sich immer mehr Kinder auf den Straßen rum und wir haben einfach keine konkrete Antwort auf das Problem. Außer dem Gefängnis. Manchmal nimmt's mich total mit und zieht mich runter. Freut mich, dass du wieder besser drauf bist. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen, oder? Ich dachte immer, in New York schere sich niemand drum, ob jemand schwul ist. Die tun so aufgeklärt. Aber von wegen... Für die sind wir alles, nur nicht normale Leute. Genug geplaudert. Schau, was ich hab. Tarotkarten? Bist du Dungeons & Dragons zocken? Willst du damit sagen, du kennst dich damit aus? Ich bin jetzt Level 2, das wird so tight. Sie lehrte mich das Kartenlesen, als ich noch klein war. Sie übertrug ihre Wahrsagefähigkeit auf mich. Ach ja. Es funktioniert. Was die Karten sagen, tritt immer ein. Mal sehen, ob du deine wahre Liebe triffst oder ob du als verschrumpelte alte Jungfrau endest. Yeah! Okay, alter Zigeuner. Und was muss ich nun tun? Also, nimm die Karten und misch sie gut. Okay, mische sie die Karten. Ich mische die Karten. Epische Musik hier einfügen. Nochmal mischen. Deine Musik hat aufgehört, Carla. Mach mal wieder neue dran. Nimm zwei Karten. Mysteriöse Mucke. Okay, dann such die Karten aus. Du hast natürlich das Bild mit den Nacktbrüsten gekriegt. Ich habe ein Gespür dafür. Zeit, eine Flucht und große Gefahr. Leg zwei dazu. So funktioniert Memory nicht. Da ist jemand. Du folgst ihm und er macht dir Angst. Er verbirgt ein Geheimnis. Nimm noch zwei Karten. Bis wir alle aufgedeckt haben. Ja, aber ich sag ja, Memory funktioniert anders. Und ein Fluch. Großes Leid und Angst. Ich sehe dunklen Tod und Schmerz. Tja, komm ruhig rüber, wenn du Unterhaltung brauchst. Tut mir ehrlich leid, Carla. Das ist keineswegs so lustig geworden, wie ich dachte. Ist schon in Ordnung. Mal sehen, was ich noch an Schrecklichem erwarten darf. Hier noch zwei Karten.
Oh, L'amour. Ein Kind. Zwei Schicksale. Ein Weg zum Leben, der andere zum Tod. Carla, lass uns aufhören. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sowas habe ich noch nie aus den Karten gelesen. Normalerweise enthalten sie was ganz anderes. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch bloß ein Spiel. Ich glaube eh nicht an solchen Kram. Tja, ich gehe dann wieder. Es ist spät. Wolltest du deine Karten nicht mitnehmen? Seit wann interessierst du dich für Geld? Es geht um eine Untersuchung. Und du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Sag mal, kann man einer Börsennotierung entnehmen, in welcher Bank sie gedruckt wurde? Mit einem Fax nicht. Aber auf dem Originalpapier müsste ein Wasserzeichen drauf sein. Mit dem ID-Code der entsprechenden Bank. Der ID-Code steht im Wasserzeichen? Das werde ich gleich mal überprüfen. Danke, Tommy. Gute Nacht. Gute Nacht, Carla. Noch einen dicken Schmatzer auf die Wange. Super. Ich rufe Tyler an. Boah, dieser Stiftverkehr. Ohne Scheiß, schickt eine WhatsApp-Nachricht. Was ist los mit euch? Als ob ihr nicht in der Zukunft leben würdet. Die Zukunft. Meine Mails. Valium. Yes, baby. Aha. Sie tippte sie definitiv sehr motiviert rein. Wird mein Leben wirklich so düster sein? Er erwähnte ein Kind. Ich glaube zwar nicht an diesen Kram, aber trotzdem wird mir dabei unbehaglich. Ich frage mich natürlich, ob jetzt dabei immer dasselbe rauskommt. Kann ich natürlich rückwirkend jetzt nicht sagen, weil es bei mir zu lange her ist. Mhm. Naja, aber würde mich mal interessieren, ob du da andere Vorhersagen kriegen kannst. Und ob das den Spielverlauf ändert. Auf dem Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich guck nach und ruf dich zurück. Guck doch sofort nach, sagst du. Unnötige Rumtelefoniererei. Einfach nur mit meinem Charakter wechselt. Leute. Jetzt muss es sich hinsetzen und die Lampe anmachen. Nein, kein Wasserzeichen. Weil du die Lampe nicht an hast. Mache er die Lampe an. Lampe an. Nee, jetzt ist Lampe aus. Okay, nee, doch nicht. Schwierig. Siehste? Also war sie eben doch an. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Es tut mir traurig. Tut mir sorry. Fische sind Freunde, kein Futter. Außer die linken Delfine. Delfine, genau. Boah, krass, bin ich so super klug. Knutschdelfin. Nee, kannst du da irgendwie mit dem Stick oder so das bewegen? Nein, gar nichts. Steuerkreuz? Was stand da eigentlich? Wir sollten erst, glaube ich, vorher lesen und dann agieren. Ja, okay. Machen wir es mal wie die Leute. Bewegen Sie das Licht mit Hilfe des Joysticks oder der Richtungstasten? Sag ich doch, linker Stick oder links? Ach, okay. Hier, das Licht. Oh. Ich glaube, ich hab's. Kurzwahl. Leute, Kurzwahl. Teile? Ich hab den Code. Es dürfte ein Kinderspiel sein, die entsprechende Bank zu finden. Diesmal haben wir ihn in der Hand. Ich glaube, ich statte der Bank morgen einen Besuch ab. Soll ich gehen? Nein, ich gehe lieber selbst, wenn du nichts dagegen hast. Ich möchte sehen, wie unser Mann aussieht. Wir treffen uns dann später auf der Wache und ziehen Bilanz. Bis morgen, Tyler. Okay, bis dann, Carla. Dün, dün, dün. Ja, man muss aber sagen. Ich hatte Markus schließlich überzeugt, mich rausgehen zu lassen. Ich hatte fast den ganzen Tag geschlafen, während er über mich gewacht hatte. Ich musste raus und wieder in die Wirklichkeit zurückkehren.
Meine körperliche Verfassung verschlechterte sich rapide. Meinem Geisteszustand erging es ähnlich. Ich spürte, wie ich abglitt. Und ich wusste, ich würde bald den Boden unter den Füßen verlieren. Was geht los? Auf die Plätze. Hallo, ich heiße Carla Valenti. Ich bin von der New Yorker Polizei. Die Polizei. Sie haben mich. Aber nicht mehr heute, denn wir sagen an dieser sensationellen Stelle, see you guys, und seht das nächste Mal, wie es so weitergeht mit Fahrenheit. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.